Wir sind überwältigt. Ja. Das ist echt der Wahnsinn. 3 Jahre YouTube, über 30.000 Menschen, die sich uns beide antun. Das ist unfassbar. Ich verstehe es nicht. Also wir haben das schon so oft in Videos gesagt und heute wird leider mal wieder ein Lava-Video. Wobei nach dem letzten Lava-Video haben welche geschrieben, ach, wir könnten öfters mit euch so labern. Nee, das muss nicht sein. Aber wir wollten euch nur mal eben jetzt ein kleines Statement geben über 3 Jahre YouTube. Jetzt, wenn ihr das seht, wie gesagt, machen wir 3 Jahre YouTube und ja, wir sind, wie gesagt, völlig überwältigt, was da in den 3 Jahren abgegangen ist. Wir hätten es also niemals gedacht, dass es so einen Hype gibt, dass die Leute uns so mögen, dass die Leute uns so viel Zuspruch geben, auch wenn wir dann Sachen machen, die vielleicht nicht so gut sind und die trotzdem sagen, Mensch, so seid ihr. Ja. Das ist also wirklich Hammer. Also die 3 Jahre YouTube haben sich ja auch so entwickelt, wie wir es überhaupt nicht gedacht haben. Ne? Ayran Kirsche kann ich nur empfehlen. Ne? Oh ja, das hat mein Mann gekauft, hat das mit nach Hause gebracht und hat gesagt, ich habe nur 4 Stück gekauft, weil du das ja eh nicht magst. Genau. Ne? Ich mag das voll gerne. Ja, ist lecker, ne? Mhm. Sie ist ja sehr eigen da drin, ne? Sie mag ja manche Sachen überhaupt nicht. Ne? Ich bin ein Pingel, was Essen und Trinken angeht. War das mit Griebenschmalz? Mag ich auch nicht, finde ich auch find ich lecker. Ja, auf jeden Fall 3 Jahre YouTube. Da kann ich eigentlich mit Stolz über uns beide sagen, 3 Jahre YouTube haben uns gar nicht verändert. Nein. Wir sind nach wie vor so, wie wir sind. Wir lassen uns nicht verbiegen, wir wollen uns nicht verbiegen. In diesen 3 Jahren haben natürlich wahnsinnig viele von euch da draußen uns schon kennengelernt, auf diversen Veranstaltungen. Und ich fand es immer schön, wenn die Leute zum Ende hin gesagt haben, ihr seid ja wirklich, wie ihr seid. Das kommt immer so entsetzt rüber. Ne? Ja, ja. Da denke ich mir immer, wie soll ich denn sein? Ich weiß es nicht. Aber hinten raus erfahren wir dann, dass sie eben auch andere Mitbewerber getroffen haben und wo sie dann gesagt haben, die sind gar nicht so, wie sie sind in den Videos. Finde ich immer ganz schade, weil ja, es ist, wie es ist. Ne? Da sage ich nichts zu. Wie gesagt, jeder macht sein Ding. Wir machen unser Ding jetzt seit 3 Jahren und wir werden, wie gesagt, nichts verändern. Alles bleibt so, wie es ist. Natürlich verändern wir uns in Sachen, die wir machen. Das haben ja auch viele gesagt in den 3 Jahren. Wie viele Autos haben die schon gehabt? Ja, aber da haben wir uns ja auch nicht verändert. Nee, da haben wir uns auch also nicht verändert. Also für uns haben wir uns sicher. Es war ja auch vor YouTube so, dass wir das gemacht haben. Ja. Dass wir häufig die Wohnmobile gewechselt haben. Aber das Thema hatten wir ja auch schon genau, ganz häufig. Das ist durchgekaut, da brauchen wir nicht mehr drüber reden. Genau, 3 Jahre YouTube heißt aber sowohl schöne Seiten. YouTube hat wunderschöne Seiten. Dass man Menschen kennenlernt, die man ohne, dass wir YouTube gemacht hätten, wahrscheinlich nicht kennengelernt haben hätten. Mhm. Und dass sich da wahnsinnige Freundschaften draus entwickelt haben. Das sage ich immer wieder und das ist gut so, wie es ist. Ne? Es macht wahnsinnig Spaß mit allen. Wir haben gestern Abend am Telefon mit ganz lieben Leuten, die wir über YouTube kennengelernt haben, unseren nächsten gemeinsamen Urlaub geplant. Ja. Die beiden werden auch wir gestern schon, die grobe Richtung war schon mal da und dann wurde die grobe Richtung gestern auf einmal wieder innerhalb von 10 Minuten wieder umgeschmissen. Ne? Ja, genau, wir fahren jetzt in eine ganz andere Richtung. Aber so sind wir. Ja. Und das dauert ja noch ein bisschen, bis wir da irgendwie wegfahren, aber ich denke mal, da wird noch einiges passieren. Ihr zwei Kerle, ihr schmeißt das bestimmt noch 10 Mal um und wir Mädels, wir setzen uns einfach rein und fahren mit. Es ist, wie es ist, ne? Ihr bekommt ja auch was dafür, ne? Ja, also es wäre schön, wenn wir es kurz vorher wissen würden, weil vielleicht braucht man in anderen Ländern ja noch andere Impfungen für die Hunde, ne? Also das ein bisschen früher Bescheid sagen müsst ihr uns. Kriegen wir hin. Ja. Ja, das sind die schönen Seiten an YouTube. Es gibt natürlich auch wahnsinnig viele ist jetzt übertrieben, aber es gibt halt ein paar Negativseiten an YouTube. Ja.
negativ im Sinne von negativen Kommentaren, wo ich aber für uns sagen muss, das ist sehr, 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 sehr wenig. Toi, toi, toi. Ja, und bei negativen Kommentaren muss man ja auch nochmal unterscheiden. Ist das zum einen konstruktive Kritik, wo wir sagen können, oh ja, da hat er recht, ist scheiße von uns, ne? Ja, das ist auch okay. Oder so am Anfang, wo man angefangen hat, wo Leute gesagt haben, boah, könnt ihr ein bisschen an eurem Ton arbeiten oder so, ne? Das sind Kritiken, die nehme ich wahnsinnig gerne hin. Wenn ja, aber selbst das geht ja auch nicht immer gut. Ab und zu haben wir immer noch Probleme mit dem Ton oder mit irgendwas. Immer passiert irgendwas. Ich bin jetzt auch nicht derjenige, der wirklich alles 150%ig vorbereitet, ne? Ich meine, ich habe die Akkus geladen, die Speicherkarten sind eigentlich immer da, aber es kann immer mal was passieren. Und ist auch schon sehr viel kaputt gegangen. Da können wir jetzt mit allen anderen sprechen, die haben auch alle diese Probleme ab und zu. Und wir sind eben auch nicht die Leute, die jetzt mit 4, 5 Kameras filmen. Wir haben eben nur eine Kamera, mit der wir das machen. Weil das sage ich immer wieder, wenn wir für euch die Filme machen, also zumindest diese Urlaubsfilme oder die Stellplätze oder so, bei dem letzten Stellplatzvideo, weiß ich noch, Camping Salata in Spanien, könnte man reingucken, da war es schon recht schummrig. Ja, und dann haben einige Leute geschrieben, warum denn im Dunkeln? Weil, kann ich euch genau sagen, das war ja unser Winterurlaub und das war mega toll, morgens das Wetter. Und wir haben mit allem gesagt, wir fahren mit der Fahrräder irgendwo in die Hauptstadt, irgendwo in eine größere Stadt. Ja, dann waren wir den ganzen Tag unterwegs, ne? Und irgendwie auf dem Weg wieder zurück zum Platz habe ich überlegt, ach, du wolltest den Leuten ja noch den Stellplatz vorstellen, wie machen wir das denn jetzt? Ja. Und dann eben, unsere Videos sind immer spontan und dann haben wir eben spontan gesagt, vorne am Eingang, komm, wir ziehen das Video jetzt noch eben durch und das funktioniert dann auch. Und deswegen seid uns da auch nicht böse, wir geben euch die Information weiter, wie der Platz aussieht und wenn es dann mal ein bisschen dunkler ist, gut, dann ist es uns geschuldet, aber... Ja, Fahrradfahren war in dem Moment genau, einfach also wichtiger. Genau, also der Urlaub zählt für mich erst und dann, wenn ich was Tolles sehe, dann hole ich die Kamera raus und zeige dann das, was ich sehe, um euch zu zeigen, das ist eine coole Geschichte, das ist eine coole Location hier, das ist eine coole Landschaft hier. Das will ich euch näher bringen. Ja, ja. Also so viel zum Thema konstruktive Kritik. Man bekommt aber auch einfach nur wahllos dumme Beleidigungen. Du tust ja jetzt so, als ob wir anderen Beleidigungen kriegen. Also wie gesagt, ich kenne Kanäle, da ist das gang und gäbe. Bei uns ist es wirklich gut. Nein, also ich sage ja nicht, dass es viel ist. Aber so zwischendurch kommt das ja mal. Und am Anfang macht man sich natürlich Gedanken darüber. Da hast darüber. Du dir den Schuh angezogen. Ja, genau. Ja. Also ganz am Anfang, wo wir YouTube angefangen haben, habe ich auch hier und da mal ein Tränchen vergossen, wo ich gesagt habe, warum schreibt dieser Mensch sowas? Mittlerweile ist man in der Hinsicht ein bisschen gestärkter, dass man sagt, leck mich doch am Arsch. Genau. Ne? Wir löschen auch nichts, wir lassen das stehen. Und gut, wenn natürlich irgendein absoluter unter der Gürtellinie, dann gucke ich mir den noch zweimal an und dann warte ich noch mal so 2, 3 Stunden, ob ihr aus der Community euch darauf, also das ist ja das Schöne, dass wir eigentlich gar nicht mehr darauf schreiben brauchen, weil ihr, unsere Community, darauf reagiert und sagt, ey Leute, lasst die beiden noch in Ruhe, wo ist euer Problem? Ja. Also das ist ja das Schöne, dass ihr uns dann auch in Schutz nimmt und sagt, Mensch, ja, das ist leider so diese Negativseite an YouTube. Was YouTube auch mit sich bringt, und dieses Beispiel möchte ich jetzt gerne mal nennen, das hatten wir nämlich noch gestern, ja. Es muss einem bewusst sein, dass Menschen einen vielleicht kennen. Und das ist uns, glaube ich, in 3 Jahren immer noch nicht bewusst geworden. Ne? Beste Beispiel, wir sind gestern losgezogen, wir wollen uns für zu Hause eine neue Couchgarnitur kaufen. Sind in die Nachbarstadt gefahren, haben uns eine Couchgarnitur ausgesucht und die war wunderschön. Und dann hatten wir noch ganz viele Fragen. Und weil der Laden jetzt halt im Nachbarort ist, haben wir den netten Verkäufer und ganz liebe Grüße an dich. Ne? Also du hast uns wirklich super beraten. Der nette Verkäufer, dem habe ich dann gefragt, ja, ist das denn ein Problem, weil wir wohnen halt jetzt nicht hier in Essen, sondern wir kommen aus Gelsenkirchen. Und dann sagt er, das weiß ich doch. Und wir zwei so. Ich immer, hallo? Haben wir schon gesagt, dass wir aus Gelsenkirchen sind? Nee, wir haben doch noch gar nicht so viel geredet. Mhm. Und dann sagte der Holger, wie du weißt, dass wir aus Gelsenkirchen kommen. Und er sagt, zeigt so auf Holgers Pulli und sagt, ich kenne euch doch. Das war so, wir wollten nur eine Couchgarnitur kaufen gehen. Aber wie gesagt, ihr seid eben alle auch total lieb und das ist auch das Schöne daran. Und aber wir müssen da erst mit umgehen können. Ne? Ja, das ist also wirklich schon sehr, sehr komisch, egal wo wir jetzt hinkommen, dass wir erkannt werden. Das ist uns natürlich bewusst. Und wir sind auch immer offen,
für alle von euch. Ihr kennt uns, wir kennen euch ja nicht, deswegen ihr müsst uns ansprechen, ja. Wenn ihr mit uns sprechen wollt. Also ich kenne dich ja nicht. Genau. Und selbst wenn ich euch schon zweimal gesehen habe und du kommst auf mich zu und sagst, hallo Holger, dann sage ich wieder, wer bist du? Was mich direkt zu dem Nächsten bringt, was gestern passiert ist, du sagst es gerade so schön, sprecht uns doch an. Von diesem Möbelladen A mit der Couchgarnitur ging es dann für uns im Möbelladen B. Hm. Und da sind wir dann auch gesehen worden, aber du hattest die Kamera an. Mhm. Und dann hat gestern Abend ein ganz lieber Mann geschrieben, oh, ich habe euch eben gesehen, aber der Holger hatte die Kamera an. Ja. Genau. Ja, auch wenn die Kamera an ist, ihr könnt uns trotzdem ansprechen, wir machen sie einfach aus. Fertig. Genau. Ne? Also das ist so, ihr braucht jetzt keine Scheu haben, weil die Kamera an ist, ne? Die hat einen Ausknopf, man kann sie ausmachen, das ist gar kein Ja, das Thema. Waren ja auch so Beispiele jetzt am Brauersamt zum Beispiel, wo wir auch liebe, nette Follower oder aus der Community kennengelernt haben, wo ich da sofort mit ihm das Gespür hatte, irgendwie, als ob ich ihn wohl lange kennen würde. Ne? Der Carsten, ne? Der Carsten, hat sehr angetan, ne? Ja, das ist so, ja. Und das finde ich auch eine coole Geschichte, dass man da wirklich richtige Freundschaften draus schließen kann. Dann kommen wir aber zu dem anderen Thema, unsere Freunde vor YouTube. Ja, das ist auch eine Negativseite. Ja. Du sagst immer so schön, ne? Wenn ich komme, braucht nicht gehen. Oder Reisen soll man nicht aufhalten. Ich bin da eher so, warum ist das jetzt so? Also wir wissen die Hintergründe definitiv überhaupt nicht, sage ich mal, dass sich Leute von uns abwenden. Ich finde es traurig, wenn man mit Freunden, sage ich mal, Jahrzehnte durch die Welt zieht und auf einmal ist da ein Cut. Auch wenn er vielleicht nicht so richtig angesprochen wird, aber man merkt es ja, wenn man nicht mehr gern gesehen ist, wenn man gemieden wird, wenn man nicht mehr angerufen wird oder so. Und da mussten wir auch wirklich, da haben wir uns echt Gedanken darüber gemacht, haben gedacht, warum ist das so? Warum ist das generell so? Warum lassen die Leute einen fallen? Ja, müssen wir jetzt durch, ist jetzt so, sind nicht nur ein, zwei, sind wirklich mehrere, muss ich echt sagen. Aber es ist auch jetzt ein Thema, das wollten wir nur kurz anschneiden. Das sind auch so Faktoren von YouTube, wo man sagt, hast du alles richtig gemacht? Viele können damit einfach auch nicht umgehen, mit dieser YouTube-Geschichte, die wir machen. Und die meisten stellen sich ja YouTube so vor, dass man morgens aufsteht, man stellt schon eine Kamera draußen hin, man geht aus dem Wohnmobil, man setzt die Kamera um, zeigt sich dann beim Butterbrotschmieren von der Seite. Und diejenigen, die mit uns im Urlaub waren oder die mit uns ein Wochenende verbracht haben, die wissen ganz genau, so ist das bei uns nicht. Nein. Na, die Kamera wird nicht ständig rausgeholt und die steht auch nicht im Fokus unserer Wochenenden. Ne? Weil das ist, wie du eben schon gesagt hast, im Grunde genommen machen wir das Gleiche, was wir vor YouTube gemacht haben, nur wir machen es jetzt mit einer Kamera. Ja. Ja. Und ich glaube, so ein Couchverkäufer von gestern, ja, der ja am Anfang nicht gesagt hat, wer er ist, ne? Ja. Und der uns beide jetzt im Umgang miteinander beim Kaufen einer Couchgarnitur, der Mann sagt mit Sicherheit, die sind genauso blöd wie in ihren Videos, ne? Weil ich glaube, wir haben den ganzen Laden unterhalten, während wir eine Couch gekauft haben. Dann kamen wir noch andere Pärchen dabei. Ja, genau, die haben wir auch mit unterhalten. Ja. Aber wir können nicht anders, wir sind so. Wir sind einfach, wir sind so. Ja. Ja, wir haben uns einen kleinen Spickzettel gemacht. Was haben wir uns denn gemacht? Also so als Nächstes unsere Ziele. Wir haben Ziele. Ja, was heißt Ziele? Wir wollen viel Gesundheit haben. Ja. Das ist das Wichtigste überhaupt. Also ja. Gesundheit ist das A und O. Wir wollen viel Zeit mit unseren Hündchen verbringen. Ja. Ja, leider wissen wir jetzt aus Erfahrung, dass die Zeit irgendwann ein Ende hat und man sollte jeden Moment mit den beiden genießen und toben und rumdollen. Und die beiden sind Gott sei Dank für uns perfekt. Ne? Die vermissen schon das Wohnmobilfahren ein bisschen. Also ich glaube, die Kleinen sind lieber unterwegs, als zu Hause zu sein. Ja. Und ja, im Grunde genommen, Ziele habe ich keine. Weil für mich ist mein Leben, so wie es jetzt im Moment läuft, perfekt. Gut, da müssen wir aber eben dazu sagen, wie gesagt, dass du ja vor gut 7 Monaten habe ich ja gemerkt, dass du dich veränderst. Ja.
dass dir das alles ein bisschen an die Nerven geht. Die Leute, die uns länger verfolgen, wissen ja, dass sie jeden Tag 75 Kilometer hin und 75 Kilometer zurückfahren muss zur Arbeitsstelle, 5 Tage die Woche. Und ich habe gemerkt, dass sie eben nicht mehr die Mona ist. Und ja, dann habe ich gefragt, was los ist, und sagte sie, du, ich kann das alles nicht mehr. Das ist alles sehr, sehr, sehr schwierig geworden, wo sie vor 10 Jahren gesagt hat, auf der rechten Backe mache ich das, das ist gar kein Thema. Aber sie fährt eben nochmal die Hauptstachader durchs Ruhrgebiet hier, die A40, und da ist natürlich generell immer Stau. Und ja, es ist natürlich auch Lebenszeit, die da drauf geht. Und dann habe ich zu ihr gesagt, da musst du mit deiner Chefin was sprechen und was verändern. Ja. Ja, ich glaube einfach, die Situation hat mich so gestresst. Ich meine, als ich angefangen habe mit der Fahrerei, war ich 22. Da macht man das mal eben so. Ich werde jetzt auch 40. Der ein oder andere sagt von euch wahrscheinlich, oh, 40, du junger Hüpfer. Stimmt, du junger Hüpfer. Ja. Aber dieser Stress jeden Tag auf dieser furchtbaren Autobahn hat mir ganz schön zugesetzt. Und ich habe gemerkt, dass es mir nicht gut geht. Und ich bin eigentlich ein Mensch, der nicht gerne zugibt, dass es ihm in irgendeiner Art und Weise schlecht geht. Sondern ich hab's ja gemerkt. Ich möchte immer so tough sein, aber da ging es mir wirklich schon so schlecht, dass ich gemerkt habe, ich kann da gar nichts mehr vertuschen. Ne? Also wenn man abends nach Hause kommt und dann schon gereizt ist und rumbrüllt und sich dann im Nachhinein denkt, ich schweife nicht wieder so aus. Ja. Wir haben da jetzt eine Lösung gefunden. Genau, ich bin zu meiner Chefin gegangen, ja, und habe ihr das gesagt. Und habe gesagt, dass ich ja jetzt schon so viele Jahre bei ihr bin und dass ich hoffe, dass wir eine gemeinsame Lösung finden. Und da habe ich wirklich eine Top-Chefin und eine Top-Arbeitskollegin, die beide sofort verstanden haben, was los ist. Die haben es nämlich auch gemerkt. Ja, und dass die auch ja, mit mir zusammen nach Lösungen geforscht haben, ne, und gesagt haben, so, wir müssen jetzt irgendwas finden, was dir irgendwie hilft. Und rausgekommen ist, dass ich jetzt nur noch eine 4-Tage-Arbeitswoche habe und diesen Weg einen Tag weniger fahren muss. Das heißt für uns beide, ich habe jeden Freitag frei. Somit jedes Wochenende ein langes Wochenende, wenn man es so nimmt. Und ich kann euch sagen, das machen wir seit dem 1.1. Und das ist eine ganz andere Lebensqualität, ne? Ja, ja. Du hast dich geändert, definitiv. Oh. Aber es geht auch nur eben mit Frau Schenk. Frau Schenk, ihre Arbeitskollegin, die hat also wirklich alles mitgemanagt. Ja. Weil das ist nur eine Drei-Mann-Praxis und das muss auch funktionieren. Ja, und ich bin da so dankbar für, ehrlich. Und ich sage das auch jede Woche, wie schön das ist, dass man so geschätzt wird auf der Arbeit. Ne? Vielleicht hätten andere Arbeitgeber gesagt, weißt du was, wenn du ein Problem hast, such dir einen Arbeitsplatz bei dir in der Nähe. Ne? Aber das war für die beiden keine Option. Und deswegen Dankeschön nochmal auf diesem Wege. Und mir geht's jetzt echt gut. Ja, ja, das hat echt Entspannung reingebracht. Ja, total. Das heißt aber jetzt natürlich nicht, dass wir jetzt immer donnerstagsabends hier wegfahren schon oder so. Also das Leben geht nochmal weiter. Mona ist dann in den Tagen immer völlig durcheinander. Sie sagt, heute ist schon Samstag. Nee, sei Schatz, heute ist Freitag. Ja, ich lebe im Moment in irgendeiner anderen Welt. Also ja, sehr aber komisch. Wie gesagt, das lassen wir jetzt so laufen. Und unsere Reisen, ihr wisst ja sowieso, die Wochenenden nehmen wir immer mit. Wenn das Wetter einigermaßen passt oder wir irgendwie Lust haben, jetzt wegzufahren. Jetzt waren wir ja im Prinzip schon 3 Wochen nicht weg. Also letztes Mal war ja Karneval. Ja. Karneval, die 4 Tage oder was das waren. Genau. Aber dann kam ja auch die Messe dazu und die Messe war ja auch so eine Riesengeschichte. Also die Messe Essen, was uns auch völlig überwältigt hat. Ne? Also das war auch krass. Überwältigt? Ja. Das ist das falsche Wort. Das hat uns völlig überfordert. Auch. Ja, es hat uns völlig überfordert. Mhm. Was ihr da mit uns gemacht habt, ist unfassbar, ehrlich. Ich bin ja immer noch davon überzeugt, dass unser Gemeinschaftsstand der vollste Stand auf der ganzen Messe war. Wir waren der lauteste Stand und ich glaube, dass wir geschafft haben, der lustigste Stand zu sein. Ja, viele haben geschrieben. Also in der Halle 6, sag ich mal, war der Stand schon Anlaufpunkt Nummer 1, würde ich sagen. Ja, und das hat so Spaß gemacht. Aber ich kann euch auch sagen, als wir dann Sonntagabend zu Hause waren und der Stand abgebaut war, ne, und wir alles in die Autos gepackt hatten und dann wieder hier angekommen waren, wir haben auch abends die Autos nicht mehr leer gemacht, ne, Mike und Tina auch nicht. Das war für uns alle wie ein Totalzusammenbruch. Ja. Ja, aber es war trotzdem schön. Und wie gesagt, da kriegen wir auch das eben wieder ja, was YouTube ausmacht. Ne? Also wenn ich da an die ganzen netten Leute denke, die uns alle ansprechen und dann wirklich sich minutenlang mit dir unterhalten. Ja.
Wir können es nicht allen recht machen, sagen wir auch immer wieder. Das ist immer sehr, sehr schwierig. Und ja, jetzt wollen wir mit dem Thema abschließen. Was kommt demnächst? Ja, was kommt demnächst? Demnächst kommt definitiv, ich werde mich beruflich nochmal verändern. Ich arbeite ja jetzt im Angestelltenverhältnis, wo ich mir die Arbeitszeiten aussuchen kann. Und durch diese Geschichte jetzt mit dieser neuen Felge, die ich mit Mike von ML Camper World ja auch dann mache, werde ich bei ML Camper World, sagen wir, den Vertrieb von den Rädern übernehmen und den auch ein bisschen so zur Seite stehen, in einigen Sachen noch helfen. Ich meine, die kommen schon super gut alleine klar, das funktioniert auch alles, aber Mike sagt dann auch immer, Holger, du müsstest da noch mal ein bisschen helfen. Okay, das mache ich. Ob es gut geht, kann ich euch nicht versprechen, weil ihr wisst selber, freundschaftliche Basis, ein Angestelltenverhältnis ist immer schwierig. Ja, aber ihr habt ja jetzt nach der Messe zum Beispiel, hatte die Tina dich angefragt, ob du Montag, Dienstag das Telefon übernehmen könntest, ja. Weil nach der Messe ist hier das Chaos ausgebrochen. Das hast du auch gemacht. Einige Abonnenten, liebe Grüße, ne? Ihr wart ein bisschen erschrocken, als ihr den Holger am Telefon hattet plötzlich. Aber da habt ihr schon gemerkt, gerade im Büro, du und die Tina, ihr seid ein gutes Team. Ne? Ja, ja. Ihr könnt gut miteinander arbeiten. Ja. Und der Mike ist ja auch in der Werkstatt größtenteils. Also von daher, ja, ist für dich eine sehr schöne Veränderung. Mhm. Das ist ja so eigentlich völlig dein Ding. Ne? Ja gut, ich mache wieder meinen Spaß zum Beruf oder wie nennt man das? Ja. Ja? Ich meine, ich habe es in meinem Leben eigentlich immer so gemacht. Aber jetzt gehe ich nochmal zurück zu meinen Wurzeln. Ja, jetzt nicht im Autobereich, sondern im Wohnmobilbereich. Aber ich weiß, wovon ich spreche und ich werde euch keinen Mist erzählen. Und alle Leute, die diese ganzen Umbauten gemacht haben, die wissen natürlich auch, das, was ich erzähle und Mike erzählt und Tina erzählt, dass wenn ihr in euren Auto einsteigt und wenn ihr vom Hof fahrt hier, dass es wirklich so ist. Das heißt, wir machen kein Dummzeug labern oder irgendwie sowas, macht euch ein paar 18 Zoll Räder drauf oder macht hier oder macht Luft rein. Es ist wirklich so und wie gesagt, das können aber alle ihr hinterm Fernseher sagen, die das auch so fahren. Ja, und das kriegen wir ja auch immer wieder bestätigt durch die ganzen Kommentare, die ihr schreibt, wenn ihr hier vom Hof fahrt. Genau, ne? Ob Instagram oder YouTube oder Privatnachrichten, ja. Also es kommt wirklich alles an. Die Rezessionen, die ihr über Mike und Tina schreibt, sind ja auch immer bombig. Deswegen, ich denke mal, dieser Laden, der hat echt Potenzial und ich bin auch stolz, dann ein Teil davon zu sein. Auch wenn jetzt viele von euch sagen werden, ach, jetzt geht er mit zu den Camperworlds darüber und macht das da, dann wird das Kommerz. Nee, das wird nicht Kommerz. Also das, was ich jetzt hier mache mit den ganzen Rädern und so, habe ich ja in den ganzen 2 Jahren oder 3 Jahren auch schon immer erzählt. Und es wird ja auch immer bei uns so bleiben, dass wir auf unsere Autos 18 Zoll Felgen drauf machen. Genau, da ändert deswegen, sich ja nichts. Also das werden wir jetzt nochmal durchziehen hier. Also das werde ich jetzt tun, das wird auch jetzt passieren. Und dann könnt ihr mich also noch öfter antreffen, wie ich eigentlich jetzt schon immer nachmittags hier war, weil ich bin ja auf dem Hof auf der anderen Seite, habe da meine Garagen, wo meine beiden Fahrzeuge auch stehen. Und dann bin ich dann eben, ja, schon öfter hier. Ne? Mhm. Und dann schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Ja. Es verändert. Eiern an der Nase. Oh. Schlecht. Wie gut, dass ihr so weit weg seid. Ihr seht das bestimmt gar nicht. Ja. An Veränderungen kommt noch was, nicht nur beruflich. Kommt noch eine Veränderung? Ach so, ja. Es wird sich noch mal was im Fahrzeugbereich ändern. Da können wir aber auch noch nicht drüber teasern. Das ist also alles, also wir haben alles schon bestellt. Es ist alles schon lange her, ja, wo wir es gemacht haben. Wenn einige uns länger verfolgen, die haben es vielleicht auch schon irgendwie irgendwo mal in irgendwelchen Videos gehört. Aber das ist eben jetzt noch nicht spruchreif, weil es alles noch in der Schwebe ist. Wir müssen natürlich genauso warten wie andere Leute auch. Auf Fahrzeuge. Ich kann aber nur eins sagen, ne? Du hast ja beim Fred deinen Willen durchgesetzt, ne? Ja. Und zwar mit allen Mitteln, ne? Und beim nächsten Fahrzeug habe ich meinen Willen durchgesetzt. Mit allen Mitteln, mit allem, was ich hatte. Und deswegen bin ich diesmal auch, glaube ich, ein bisschen aufgeregter als du, oder? Ja, das werden wir sehen. Da sind viele Sachen schon in Vorbereitung gewesen, die aber leider wieder gecancelt werden mussten. Also von Herstellerseite und ja. Gut, es wird alles nach und nach kommen. Da wollen wir jetzt aber auch nicht zu viel drüber sagen, aber da wird eben was passieren in nächster Zeit. Da werdet ihr natürlich auch drüber. Ich bin gespannt, ob jemand das errät. Also ich bin ja so jemand, mich kann man ja sehr, sehr schnell durchschauen. Ne? Hm.
also ich bin ja, im Grunde genommen bin ich wie ein offenes Buch. Ne? Ihr müsst nur drin lesen. Und ich bin gespannt, ob der eine oder andere das gemerkt hat bei den Messen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber das ist jetzt auch, ne, Thema vorbei. Ja, da wird was passieren. Da halten wir euch auf dem Laufenden, ne? Ja, so wie es geht. Instagram ist alles immer ein bisschen eher. Jetzt, wo wir sitzen, habe ich ja heute auch Instagram gepostet, dass wir den Fred nochmal die Schnute geändert haben. Genau, du hast ihn umgebaut. Das war das, was du... Und auch da sind wir so, ne? Also da möchte ich mal eben zu sagen, oftmals... kriegt man auch zu hören, oh, ihr habt ja den YouTube-Bonus und so. Nein, nee. Unser Auto kann noch genauso gecancelt werden, wie ganz viele Autos gecancelt werden. Ach so, die Geschichte, ja, okay. Aber auch jetzt, der Holger... da spinne ich schon seit einem Dreivierteljahr mit rum. Wollte ich gerade sagen, du hast damit oft... Also es war ein Dreivierteljahr Thema. In vielen Videos hat man gesehen, gerade wo wir dann auch von Verrecke und Wels da diesen... Genau, das nochmal gesehen haben, richtig. Aber... Das ist schweineteuer. Ja. Und wir können uns das Geld auch nicht aus Rippen schneiden. Ne? Und dann haben wir das Problem, dass es eben nur die Variante gab ohne Nebelleuchten. Und da der Fred ja Nebelleuchten hat und Kurvenlicht, sagen wir, wollte ich das auch wieder so haben. Und da war es eben schwierig, da ranzukommen. Ja, und dann hat sich das irgendwo angeboten. Und dann habe ich zu Mona gesagt, darf ich? Und dann hat sie gesagt, ja komm, jetzt hast du so lange gewartet, dann mach das mal. Dieses Jahr gibt kein Geburtstagsgeschenk. Nee, das ist mein Geburtstagsgeschenk. Das ist ein teures Geburtstagsgeschenk. Ja, aber das sind eben Sachen, auf Instagram ist das alles eben ein bisschen aktueller, ne? Also näher. Genau, ja, genau. Weil die Filme auf YouTube hängen natürlich dann immer hinterher. So, das Thema haben wir jetzt auch, wir wollen jetzt nicht zu viel quatschen, das ist ein Riesenvideo. Veränderungen haben wir. Gemacht. Dann haben wir auch alles, ne? Achso, dann wollen wir noch mal eben sagen... mit den Freunden gefunden haben wir schon erwähnt am Anfang, die Messe in Dülmen, Reisebüro Dülmen. Oh, ja. Das wird ja auch eine Riesengeschichte, da sind wir auch schon voll in der Planung. Und Gott sei Dank haben wir ja viele Leute, die uns helfen. Also der Camper Tobi hilft uns, der Sascha von Wir sind Camper hilft uns, Up and Down Man Life hilft uns, One by Thousand Places hilft uns. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt noch vergessen habe, aber wir sind mit mehreren YouTubern da vor Ort und werden auch... mit euch da bestimmt einige Camper-Talks machen oder so. Wir freuen uns wirklich dabei zu sein mit den anderen YouTubern, dass wir wirklich da eine coole Geschichte draus machen. Gestern haben wir erfahren, es kommt eine super geile Liveband. Oh, mega. Die Cover-Songs singt. Also da haben wir schon ein bisschen was reingehört. Das wird auch mega geil. Es wird einen Brötchenservice geben. Es wird also, wir werden abends eine super Party haben in den Hallen. Wir hoffen, das Wetter spielt ein bisschen mit. Also ansonsten sind wir alle in den Hallen. Da wird also alles umgeräumt, wir werden damit alle Leute reinpassen, das wird schon alles funktionieren. Ja, da kommt aber nochmal ein separates Video, denn die Planung bei Reisemobile Dülmen, was dieses Event angeht, ist eigentlich beim Dieter in der Hand. Dieter ist der liebste Mitarbeiter von Reisemobile Dülmen. Der ist in seiner Planung echt geil und mit dem haben wir nochmal ein kurzes Video gedreht über das Event und das kommt in den nächsten Tagen irgendwann. Das werden wir noch ein bisschen schieben, sage ich mal, damit es bei euch nicht in Vergessenheit gerät, bis zu dem Datum. Das Datum war ja 22.04. oder 21. 22.04. Genau. Da kommen auch noch ganz viele Sachen zum Thema Anreise, also vielleicht ab und zu mal auf dem Kanal schauen. Das Video wird kommen, dass wir, dass ihr ein bisschen mehr über die Anreise und alles wisst, ne? Richtig, so. das ist auch abgehakt jetzt. Ja. Was müssen wir noch machen? Ach so, wir haben, ihr wisst ja, dass wir unsere Kollektion von den Pullis haben. Oh, ja. Und ich habe jetzt mit dem Sascha von Campifiziert so ein bisschen gesprochen. Ich möchte gerne eine Sommer-Edition haben, also eine limitierte Auflage von Pullis. Dann haben wir ein bisschen rumexperimentiert. Da rausgekommen ist dann das. Kannst du mal da vorne hinlaufen? Oh, ja. Kann man das sehen? Rampel dir nichts um, so wie ich dich wieder kenne. Ja, ich zeig euch das mal. Könnt ihr das sehen? Ja. So, ganz bunt in Pastell mit hier, wo steht's, Summer Edition. Ja. 2023. Wie gesagt, die gibt es nur in diesem Heather Grey, in Schwarz und in Weiß. Wir wollen nur diese drei Farben haben und wir werden die bestimmte limitierte Stückzahl bekannt geben, wenn die ersten Pullis, ich glaube, die ersten Pullis können... Jetzt ist Mittwoch, wenn ihr das Video seht. Ich glaube, dann ist der Shop freigeschaltet mit diesem Pulli. Dann könnt ihr den Pulli also da käuflich erwerben, wenn ihr Lust drauf habt. Wir sind natürlich immer offen für solche Sachen. Genau wie mit Marco von Yaku, unsere Limited Edition von den Stuhlhussen, Sitzhussen. Das sind halt alle, wie gesagt, limitierte Sachen. Wir können natürlich mal sagen, limitiert machen wir zu Ende und dann verkaufen wir trotzdem weiter. Nee, ist hier nicht so.
Sie sind limitiert und wenn weg, dann weg. Und wenn wir dann sagen, im nächsten Jahr oder irgendwann, wir machen eine Herbst-Edition oder irgendwas anderes oder die Dinger kommen nochmal als Chill-Out-Mega-Edition und was weiß ich was, dann kommen sie nochmal. Ansonsten sind sie weg. Wenn weg, dann weg. Ja. Aber da sind auch neue Sachen in Planung. Da können wir auch noch nicht drüber teasern, aber da kommt noch einiges. Da kommt noch was. Ja, da möchten wir auch noch mal ein ganz, ganz kurzes Dankeschön sagen an alle, die das mit uns möglich machen. Ne? Also wir haben am Anfang, als 1, 2, 3, 5 Leute nach Pullovern gefragt haben, haben wir dem Sascha gesagt, ja okay, wenn du vielleicht 5 Pullover verkaufst oder so viele, ich weiß nicht, ne? Und dann haben wir auf der Messe in Essen gesehen, wie viele Leute in Hannover auch und in Stuttgart ja, auch mit unseren Pullovern unterwegs sind. Und das ist ein unbeschreibliches Gefühl für uns. Ne? Das ist so unfassbar schön. Genau, das und das ist ja auch schön. Ein Bestreben, dass wir das an euch weitergeben. Ne? Wenn wir jetzt so was Edition-mäßiges machen, dass ihr die Möglichkeit habt, wenn ihr das möchtet, dass ihr das auch dann tragen könnt. Ne? Ja. Und das hat nichts mit Werbung zu tun oder irgendwas anderes. Wie gesagt, die ersten Pullis habe ich alle selber gemacht. Mhm. Und wenn Mona und ich noch so einen Pulli anhaben, die aus meiner Produktion sind, dann schreiben die anderen schon, Mona, was ist das für eine Farbkombination? Warum gibt es sie nicht im Shop? Ja. Aber der Sascha arbeitet dran. Genau, also ich müsste mich auch einfach mal ein bisschen mehr mit dem Sascha zusammensetzen. Und der Sascha hat mir vor 2 Wochen, glaube ich, eine Farbtabelle geschickt. Da habe ich immer noch nicht drauf geguckt. Aber okay, das sind so diese Dinge, ne? Wir sind halt berufstätig, ne? Und das machen wir alles abends vorm Schlafengehen. Und manchmal siegt meine Müdigkeit einfach. Ja. Richtig. Aber da werden wir uns mal ein bisschen mehr mit befassen. Richtig. So, das war jetzt eine kleine Zusammenfassung über 3 Jahre YouTube. Ein paar Vorteile, ein paar Nachteile. Nette Freunde gefunden, alte Freunde verloren. Ja, das ist alles eben so, wie es ist. Man kann nichts verändern. Aber trotzdem, es macht nach wie vor einen Heidenspaß. Es macht Spaß. Ja, absolut. Und ich liebe, liebe, liebe jeden Einzelnen aus unserer Community. Ich finde das so atemberaubend, dass man sich 2 Minuten mit einem fremden Menschen unterhält und zum Abschied drückt man sich, als wenn man sich schon 20 Jahre kennen würde. Ne? Das ist so ein unbeschreibliches Gefühl. Ja, was Schönes. Ja, ist auch schön. Aber wenn man die anderen Sachen alle so sieht, wo die Leute dann schreiben, ja, ich möchte mit YouTube Geld verdienen und möchte damit reich werden und hier und da. Ich kann euch eins sagen, im Campingbereich YouTuber zu sein, da wird man nicht mit reich. Nee. Es sind genauso viele Probleme wie in anderen Bereichen, sag ich mal. Erstmal musst du ja das Gewerbe anmelden. Du musst einen Steuerberater dir suchen. Du musst ja da machen. Und das sind so Geschichten, wo wir uns ja auch nie Gedanken drüber gemacht haben, wo wir jetzt alles, Gott sei Dank, in trockene Tücher haben. Auch mit unserer Homepage. Wir brauchten keine Homepage. Die Homepage musste sein, damit wir die Datenschutzrichtlinien haben, damit das Impressum da ist und all so Geschichten. Aber Gott sei Dank, da haben wir viel Geld für ausgegeben. Aber es ist alles soweit jetzt safe. Und jetzt lassen wir alles auf uns zukommen und lassen das alles so. Wir werden nichts verändern. Nochmal, wir machen so weiter. Ja, weil wir waren ja auch unseres. Also eigentlich passt der Spruch zu uns, wir waren unser ganzes Leben planlos. Ja. Und so bleiben wir auch weiterhin. Mhm. Sehr, sehr planlos. Aber wir haben immer Spaß. Das ist alles cool. So, und jetzt ist für uns hier Schluss, denn ihr seht das vielleicht da oben in der Scheibe. Es ist ein regnerischer Sonntag. Mhm. Wir fahren jetzt zum Bäcker, gehen uns ein Stück Kuchen holen und dann fahren wir nach Hause auf die Couch. Ja. Das ist ein Plan, ne? Ja. Das ist und wir sagen immer noch mal tausendmal Danke über 30.000 Menschen, die uns wirklich sehen wollen. Ne? Und wir hoffen, dass die Community noch weiter wächst und dass die Community untereinander, was wir in Dürnmir auch wieder sehen werden, dass der Norbert aus der Community mit der Eva aus der Community zusammenspricht und der Detlef dabei kommt und der und der und der, ja. Dass diese ganzen Sachen unter der Community. Ne? Und dann auch diese schönen Nachrichten immer, Mensch, Holger, du und Mona, ihr seid hier in Österreich absolute, was weiß ich, weil wir sind voll Fans von euch. Das ist natürlich auch geil, ne? Oder aus Portugal oder was weiß ich, wo die alle mal herkommen, ne?
Wir sind eine Community. Genau so sieht's aus. Und deswegen freuen wir uns jetzt ganz, 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 ganz besonders auf Dülmen, dass es da weitergeht und dass wir da wieder ganz viele kennenlernen dürfen. Jetzt haben wir genug gequatscht. Jetzt haben wir 3 Jahre ein bisschen im Schnelldurchlauf gemacht. Genau. Und jetzt wird's weitergehen. Und was kommt? Seid gespannt. Ja. Wir sind ja auch gespannt, wissen es ja auch nicht. Ja. Und schreibt vielleicht mal unten in die Kommentare, ob ihr erratet. Kastenwägen? Oh, das hast du, das durftest du nicht. Nein, man sagt ja mal Kastenwagen, Kastenwägen. Ach so. Errät. Okay, vielleicht wisst ihr ja schon, was Neues kommt. So, jetzt ist Ende Gelände. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss.